Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Nachdem wir die erfolgreich am Strand die Gemetzelparty hatten, hat sich nun diese Mission geöffnet, und zwar eine denkwürdige Nacht. Mal sehen, was dann passiert, wenn wir hierher kommen. Die Menschen sind glücklich. Das sollten sie auch. Zum ersten Mal, seit Ares uns mit Krieg gestraft hat, sind die Delos-Inseln frei. Aber wo ist Kyra? Sie verpasst sonst keine Gelegenheit, mit ihren Truppen zu trinken. Sie sagte, du hast ihr Geheimnis bewahrt. Ich bin immer noch schockiert. Podarkes war kompliziert, aber trotzdem ihr Vater. Sie zog allein los, um ihn zum Fährmann zu schicken. Alles in allem ist das doch noch ihr Vater. Alle guten Krieger verdienen eine Verabschiedung. Sogar Podarkes. Bete, dass man uns dieselbe Ehre erweist, wenn unsere Zeit kommt. Doch bis dahin gibt es noch Wein zu trinken und Geschichten zu erzählen. Eine großartige Geschichte. Die Truppe verdient es. Vor allem Thaletas. Aber sicher, wenn du ihn findest. Und erinnere ihn daran, dass ich ihm noch erzählen wollte, wie ich das Auge verlor. Und die Mannschaft? Können wir ablegen? Wenn du es befiehlst. Doch lass sie zuerst mit uns trinken und singen. Du hast dir das auch verdient. Schauen wir mal, wohin es führt. Scheint beides mal das gleiche zu sein. Ich nehme mal das, wo näher ist. Obwohl, das hier ist 2 Meter. Sieht aber so nicht so aus. Thaletas, was machst du hier draußen? Denken, beten, das war meine Zeit, Alexios! Was? Dieser Ruhm hätte mir gebührt, doch du hast mir alles genommen. Du nahmst Podarkes, du nahmst diese Inseln, du nahmst Kyra, meine Liebe! Echt jetzt? Sei vernünftig, Thaletas. Ich habe versucht, vernünftig zu sein. Aber ich bin nicht vernünftig. Ich bin Spartaner! Ach, muss jetzt das sein? Komm her. Oh, der ist zäh. Meine
Ich hab genug von dir. Ich habe genug von dir. Und ehrlich gesagt, wenn ich nochmal in den Kampf gehen muss, habe ich keine Pfeile mehr. Und es keine Feuerpfeile. Für den Fährmann. Nun geh. In den Fluss der schwarzen Nacht. Umarme die endlose Dunkelheit. Wandle unerkannt, auch im Haus des Hades, und ziehe umher mit den Schatten der Toten. Du solltest dich nicht alleine verabschieden. Ich bin froh, nicht allein zu sein. So lange wollte ich ihn brennen sehen. Nun, da es soweit ist, ich dachte, ich würde Frieden finden. Und was spürst du stattdessen? Früher war es der Wunsch nach Rache. Jetzt Leere. Ja, okay, ich denke, wir machen auf. Sentimental hier. Mir ging es einst genauso. Die Rache stirbt und irgendwann stirbt auch die Leere. Gib dir Zeit. Zeit? Ich gab mein ganzes Leben. Ich will es beenden. Kronos verschlingt seine Kinder, reißt ihnen das Fleisch von den Knochen. Zeus ließ Prometheus von Vögeln quälen. Das Schicksal ist grausam und die Götter sind boshaft. Okay, dann bring ein Opfer, vergiss die Götter. Du bist undankbar, das ist keine gute Antwort. Aber warum nicht? Jetzt und hier zählen nur die Menschen, die für dich gekämpft haben. Und sie brauchen dich, nicht die Götter. Du hast recht. Sie brauchen mich. Und ich brauche sie. Wir sind Rebellen ohne etwas, wogegen wir rebellieren können. Sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Vielen Dank.
Was wirst du jetzt tun? Mykonos muss wieder aufgebaut werden. Dann werden wir das tun. Aber nicht wieder so, wie es war. Nicht wie Vater es wollte. Wir machen es zu einer Heimat, in der unser Volk frei sein kann. In der es gut leben kann. Okay, wunderbar. Schöne Anrede. Kyra, er ist tot. Deine Rebellen warten. Und sie feiern. Lass uns mit ihnen feiern. Leb wohl, Pater. Okay, bring die Feier zu Ende. Ihr hättet auch gemeinsam gehen können. Naja. Egal. Für den Aufbruch! Podarkes ist tot, Kyra ist bei den Rebellen und ich habe andere Ziele zu verfolgen. Dann segeln wir. Ach so, vielleicht habe ich Kyra gesagt, dass du eine Rede hältst, bevor wir uns verabschieden. Echt jetzt, Barnabas. Verabschieden wir uns. Kerete! Beruhigt euch, beruhigt euch! Alexios möchte euch etwas sagen. Delia! Ab heute lebt ihr in Freiheit! Also feiert! Lasst die Dionysos eure Becher füllen und die Musen eure Lieder singen! Hebt eure Becher! Auf Alexios! Auf den Sieg! Gute Rede. Doch wie viele der Rebellen können sich ein freies Delos vorstellen? Ich glaube, das kam gut an. Natürlich, natürlich. Warum auch nicht? Ich versammle die Mannschaft. Wir sehen uns auf dem Schiff. Das war eine super Rede. Das hätte ich wahrscheinlich auch besser hingekriegt. Sokrates, die Rebellen machen Jagd auf Athena. Was machst du hier? Ich wollte lehren, so wie immer. Doch sei unbesorgt. Ich segle am Morgen auf einem Handelsschiff gen Attika. So weise wie immer. Schön, dass du uns verabschieden kommst. Apropos Verabschiedung. Barnabas, können wir in See stechen? Die Mannschaft ist bester Dinge, wenn auch etwas verkatert. Aber das Schiff ist bereit. Gut. Ich wünschte nur, wir würden Kyra nicht mit dem Wiederaufbau allein lassen. Ist man wirklich alleine, wenn man Freunde und Verbündete an seiner Seite hat? Ganz genau. Weißt du noch, was du sagtest, als du die Insel zum ersten Mal betreten hast? Ich sagte, wir sind hier, um Menschen zu helfen. Deshalb kamen wir hierher. Und genau das hast du gemacht. Man nennt dich nicht ohne Grund den mächtigen Söldner. Wer nennt mich so? Na, er. Nun denn, es ist Zeit, der Mannschaft Befehle zu geben. Wohin segeln wir als nächstes?
nächsten Kultisten, zum nächsten Abenteuer, zu meiner Familie. Wir sind eigentlich auf der Suche nach seiner Mutter. Ich ruhe nicht, bis ich weiß, dass meine Familie sicher ist. Wir tun, was wir immer tun. Wir folgen ihrer Spur, bis ich sie alle wieder zusammengeführt habe. Okay, so, das war es für eine denkwürdige Nacht.